Nachfolgend zeige ich einmal die Konfiguration. Dieser Punkt ist sehr wichtig und hier muss man auch ganz klar sagen, der MFB ist sehr komplex. Wir haben zwei Gleiseingänge, zwei Bremsausgänge. Die beiden Gleiseingänge kommen an unsere normale Zentrale bzw. an unser Hauptgleis. Die Bremsausgänge kommen an den isolierten Abschnitt, wie gerade gezeigt. Dann haben wir diverse Kontakteingänge, komme ich gleich drauf. Wir haben zwei Lichtausgänge, A1, A2. Die schalten gegen Decoder Plus, da können wir zum Beispiel Beleuchtung anschließen. Und wir haben SW1 und SW2, das sind Weichenausgänge. Damit können wir zum Beispiel entweder weichen oder auch einfach unser Flügelsignal von LGB oder ähnliches anschließen, was wir damit schalten. Und die Kontakteingänge, das sind vier Stück, da kommen wir jetzt einmal zu, denn die haben eine Funktionalität, mit denen können wir hier, haben wir unsere Kontakteingänge, so eine Sekunde, mit den Kontakteingängen, die sind hier beschrieben auf dieser Seite, da können wir im Digitalbetrieb oder im Analogbetrieb, können wir sowieso nur eine Panelsteuerung machen, den lassen wir jetzt mal dort entfallen. Im Digitalbetrieb können wir manuellen Stopp machen. Im Digitalbetrieb mit K2 können wir die Freifahrt machen. Mit K3 können wir die Langsamfahrt machen. Und mit K4 können wir die Rückwärtsdurchfahrt machen. Ich erkläre das einmal. Wenn wir den MFB vor einem Flügelsignal von LGB einbauen würden in einem Abschnitt, ähnlich wie jetzt gerade gezeigt bei mir auf der Anlage, nur dass wir dann einen Flügelsignal vorne hätten, sonst ähnlich. Könnten wir zum Beispiel an SW1 unser Flügelsignal anschließen und dann fährt der Zug ein, bremst ab, hält an und wenn wir das über eine Weichenadresse schalten, schaltet das Flügelsignal zum Beispiel Adresse 1 und der Bremsbaustein auch Adresse 1. Dann würde das Signal grün gehen, der Bremsbaustein würde freigeben und der Zug würde rausfahren. Wir können jetzt aber auch, wie in diesem Beispiel hier erklärt, eine komplexere Art und Weise machen und zwar mit mehreren MFBs. Das ist schon sehr aufwendig. Hier können wir zum Beispiel sagen, dass ein Zug hier die Runde reinfährt, in den Abschnitt, zum Beispiel hier ist Abschnitt B, hier oben reinfährt, würde anhalten und die Einfahrt erkennt der MFB ja. Gibt dann einen Impuls an dem Ausgang A1, da können wir dann keine Lampe anschließen, das ist dann unser Impulsgeber. Und diesen Impuls können wir an einen anderen MFB anschließen, an den Kontakteingang. Zum Beispiel wie hier oben beschrieben, Entschuldigung, dass ich hier immer hoch und runter muss, das ist leider nicht anders möglich, hier manuelle Freifahrt. Das heißt, wir könnten den Ausgang A1 an den manuellen Freifahrt des Bremsabschnittes des zweiten Bremsbausteines K2 legen. Und dann würde nichts anderes passieren, als der Zug fährt in den ersten Abschnitt rein. Der MFB registriert das, gibt einen Impuls auf den Ausgang A1. Dieser wird über K2 registriert vom nächsten Baustein. Und der Baustein würde den Abschnitt freischalten, solange wie der den Impuls gibt. Die Impulslänge können wir einstellen. Das heißt, der Zug würde dann bei dem zweiten Abschnitt rausfahren. Der erste würde halt anhalten und bei dem zweiten Gleis würde der Zug losfahren. Irgendwann fährt er wieder in sein Gleis rein. Dann könnte der MFB wieder über A1 einen Impuls zurück an den ersten MFB geben auf K2. Das heißt, die müssen über Kreuz verbunden sein. A1 von dem einen MFB auf K2 des anderen. Und somit können wir einen automatischen Zugwechsler machen mit nur diesen beiden Bausteinen. Hier gehört aber sehr viel Konfigurationarbeit zu. Denn wir müssen dort natürlich auch Weichen stellen, deswegen hat er auch Weichenausgänge. Und die Weichen, dass die Einfahrt und Ausfahrt korrekt gestellt ist, kann auch der MFB übernehmen. Hier gehe ich auf die Tabelle einmal ein. Das betrifft jetzt zwar nicht unser Einbaubeispiel, aber ich möchte gerne über die Möglichkeiten und Konfigurationen einen Überblick schaffen, weil der Baustein ist sehr komplex und das muss man erstmal verstehen, was möglich ist. Wir haben CV50, hier stehen wir schon, A1 als Trigger bei Zugeinfahrt. Das bedeutet, hier haben wir, wenn wir das aktivieren, haben wir A1 nicht mehr als normalen Ausgang, sondern er erzeugt den Impuls, wenn ein Zug in den Abschnitt fährt. Wir können hier angeben, wann dieser Impuls erzeugt wird. Das heißt, immer im Stopp-Modus oder im Slow, also Langsamfahrmodus. Denn wir können den MFB einstellen, ob ein einfahrender Zug
anhalten soll im Abschnitt oder nur mit reduzierter Geschwindigkeit durch den Abschnitt durchfahren soll. Und diese beiden Modi, also Stopp und Slow, Slow ist Langsamfahrt, können wir auch innerhalb des MFBs über Weichenadressen umschalten oder über Kontakteingänge umschalten. Und daher ist es hier auch anzugeben, wann das passieren soll. Es kann zum Beispiel auch passieren, dass wir beide Modus nutzen. Der MFB befindet sich jetzt im Slow-Modus, also Langsamfahrt. Der Zug fährt ein. Ein Zug würde langsam durchfahren, er gibt aber keinen Impuls aus. Jetzt befindet sich der MFB im Stopp-Modus, der Zug fährt ein. Und jetzt gibt er den Impuls aus, weil der eine Zug hält an und jetzt soll der andere losfahren. Auch so ein Beispiel können wir hiermit machen. Die Zeitverzögerung können wir einstellen. Das heißt, wir wollen ja nicht unbedingt, wenn der Zug einfährt, dass sofort der andere Zug losfährt, sondern der Zug soll erstmal abbremsen, stehen bleiben und dann soll der andere losfahren. Das ist die Zeitverzögerung. Und die Triggerzeit, das ist, wie lange der Ausgang eingeschaltet bleiben soll. Und diese Zeit ist wichtig, denn diese Kontakteingänge funktionieren nur auf Betätigung. Das heißt, wenn wir nur einen kurzen Impuls haben, dann gibt der MFB das ganz kurzzeitig frei und schaltet es wieder ab. Der Zug würde nicht ausfahren können. Das heißt, wir müssen das so lange einstellen, dass der Zug aus dem Abschnitt rauskommt. Ich denke mal, das ist ganz klar jetzt. Ich habe das obere Beispiel jetzt einmal beschrieben. Ich möchte jetzt noch einmal weitergehend beschreiben. Wir haben hier die Grundadresse. Moment, hier haben wir die Grundadresse für den Weichenausgang 1. Und das liegt jetzt hier auf 1. Und das sollte natürlich bei der Bremsgeneratorsteuerung ebenso auf 1 liegen. Hier unten. Das ist die Weichenadresse, mit der wir zwischen Stopp und Fahrt oder zwischen Langsamfahrt und Fahrt umschalten können. Die Adressen, die hier sind, die schalten immer nur in einen speziellen Modus. Das heißt, wenn wir hier eine Adresse, standardmäßig 5 und 6, wenn wir hier eine Adresse haben, zum Beispiel Adresse 5, und schalten dort, betätigen die Adresse 5, dann schaltet der Baustein in den Stoppmodus, in den Fahrtmodus oder in den Stoppmodus in die andere Richtung. Und bei der Adresse 6 schaltet der Baustein in den Langsamfahrtmodus oder in den Stoppmodus. Das sind nochmal übergeordnete Adressen, die funktionieren kompatibel zu den Kontakteingängen. Weil mit den Kontakteingängen können wir auch vorhandene Befehle überschreiben. Diese Adresse hingegen ist die native Steuerung. Das ist auch die Adresse, worauf der POM-Befehl hört. Und die sollten wir dann auf die gleiche Adresse legen, wie zum Beispiel den Weichenausgang, wenn wir diese Signalsteuerung haben. Wir müssen aber hier auch beachten, dass dieser Baustein mehrere Adressen hat, zum Beispiel die 144 und die 147, also Adresse 5 und 6. Wenn wir die nicht brauchen, sollten wir die auf 0 legen, weil sonst kann es passieren, dass wir unsere Weiche 5 schalten, vergessen, dass das hier noch belegt ist und dann macht der MFB Sachen und wir fragen uns, warum macht er Sachen, die er nicht machen soll. Das kommt dann einfach daher. So, ne? Das ist schon mal im Groben und Ganzen alles. Wenn man diesen Bahnhofswechsler, wie oben gezeigt, machen möchte, dann braucht man zwei Bausteine, die man über Kreuz mit A1 und K2 verbindet und man stellt diese Punkte ein. Was erstmal das Allerwichtigste ist, denn in Auslieferungszustand steht der Baustein auf Pendelsteuerung. Das heißt, digitale Pendelsteuerung, die ist auch ganz einfach. Wir haben einen Abschnitt, ähnlich wie gerade gezeigt. Der Zug ist in diesem Abschnitt drin und pendelt einfach über Zeit oder über Kontakte. Wie oben beschrieben, kann man auch Kontakte als Begrenzung machen in diesem Bereich. Das Schöne ist bei der digitalen Pendelsteuerung, wir können digitale Loks pendeln lassen. Und wir können auch hergehen und sagen, wir schalten über diese Weichenadresse 1, wie hier unten gerade gezeigt, für die Bremsgeneratorsteuerung. Das ist ja die globale Adresse für die Bremsgeneratorsteuerung, 141. Können wir umschalten, dann pendelt er nicht mehr, sondern dann überbrückt er den Abschnitt mit Relais und dann ist es so, als würde gar kein MFB vorhanden sein. Wir können einfach in den Abschnitt reinfahren, ganz normal fahren. Und wenn wir wieder rausfahren, setzen wir die Lok an einen Ausgangspunkt, schalten wieder die Weichenadresse zurück und der Zug würde wieder anfangen zu pendeln. Und zwar pendelt jeder digitale Zug, den wir über die Digitalzentrale angewählt haben. Die Pendelgeschwindigkeit und die Pendelzeit und die Haltezeit stellen wir über die CV 101 und 102 ein. Und CV 103 sind die Zeit, die Haltezeit und die Fahrzeit. Die Fahrzeit können wir auch auf dauerhaft stellen, indem wir es auf 255 setzen, dann ist es dauerhaft.
Und dann begrenzen wir es über Kontakte. Das braucht man, wenn wir natürlich eine Bergstrecke haben oder ähnliches. Wenn wir aber keine Pendelsteuerung haben wollen, sondern die Bremsgeneratorsteuerung, dann müssen wir CV49 auf 3 setzen. 3 bedeutet Bremsgenerator aktiv und DCC-Regelung. Wir können auch Brake on DC machen. Ist auch möglich, dann setzen wir CV49 nur auf 1. Wo ist der Unterschied? Bei der Brake on DC, wie der Name schon sagt, wird eine Gleichspannung angelegt. Der Zug fährt drauf und bremst. Bei der DCC-Regelung manipuliert der MFB alle Daten, also alle Fahrstufendaten, und ersetzt die Geschwindigkeit gegen 0. Das heißt, der Zug bremst auch, aber wir können im Abschnitt alle Funktionstasten, Geräusche, Licht, Weichendecoder oder ähnliches, was noch im Abschnitt ist. Das sollten wir aber möglichst vermeiden, noch Decoder im Abschnitt zu haben. Aber theoretisch wäre das möglich, können wir damit steuern. Das bedeutet, dass wenn wir eine Lok im Abschnitt haben, zum Beispiel im Bahnhof stehen, die durch die MFB gebremst worden ist, können wir dort Licht schalten, Funktionen auslösen, Sound auslösen und so weiter. Das geht bei der Brake on DC nicht. So. Das heißt, wenn wir konfigurieren, machen wir als erstes CV49 auf 3, wenn wir die Bremsgeneratorsteuerung haben möchten, oder wir lassen es im Auslieferungszustand, wenn wir pendeln möchten. Wenn wir pendeln möchten, machen wir unseren Abschnitt, sorgen dafür, dass die Lok niemals über den Abschnitt darüber fährt. Das darf nicht passieren. Und wir setzen über die CV101 bis 103 unsere Fahrzeit, Haltezeit und Geschwindigkeit. Gegebenenfalls nutzen wir dann unsere Kontakteingänge, wie hier oben beschrieben, für die Begrenzung des Abschnittes. Das ist hier auch in der Grafik einmal dargestellt worden. Ja, wir können dann diese blauen, das wären unsere Kontakteingänge mit einem kleinen Sensorgleichstück. Hinter dem Abschnitt müssen wir natürlich den Strom wieder einspeisen und in der Mitte. Der Zug würde mit dem Metallrad drüber fahren und würde anhalten. Die Richtung ist wichtig, wo vorne und hinten liegt. Falls das nicht passen sollte, muss man das einmal drehen. Oder wir nutzen die ganz normale Regelung über die Zeit. Dann funktioniert das natürlich auch, kann aber zu einem Versatz führen. Wenn wir die Bremsgeneratorsteuerung möchten, dann machen wir CV49 auf 3. Das habe ich jetzt gerade schon bei unserem MFB programmiert. Und dann würde es jetzt erstmal so erfolgen: Jeder Zug, der in den Abschnitt einfährt und vollständig im Abschnitt drin ist, wird gebremst und hält an. Über die Weichenadresse 1 können wir die Lok wieder freigeben. Und wir können auch hier noch andere Adressen vergeben. Zum Beispiel eine Langsamfahrtadresse. Dann würde die Lok in dem Abschnitt nicht anhalten, sondern langsam fahren. Wie schnell sie fährt, geben wir in der CV für die Langsamfahrgeschwindigkeit an. Das ist dann hier tatsächlich die 112. Da sagen wir dann zum Beispiel, wenn es 0 ist, bedeutet das Bremsabschnitt. Und wenn es einen Wert größer 0 hat, bedeutet das die Fahrstufe, mit der die Lok da durchfahren soll. So. Schau ich mal. So, das ist erstmal soweit. Jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, ja, okay, warum habe ich hier unten denn 1000 Adressen? Ich habe hier nochmal eine Go, nochmal eine Go, ich habe hier zwei Slow und was ist eine Rev? Rev bedeutet Rückwärtseinfahrt. Das ist vergleichbar wie den Kontakteingang. Rückwärtseinfahrt, Rangierfahrt bedeutet, das ist eigentlich nur für Signale. Bei einem Signal haben wir ja durchaus mehrere Adressen, die grün schalten können oder die rot schalten können oder die Langsamfahrt schalten können. Ne? Das Signal hat ja teilweise, wenn man ein Lichtsignal hat, mehrere Bilder, die grün ist, und deswegen habe ich hier mehrere Adressen, damit ich das mit dem Signal anpassen muss. Wer kein Lichtsignal hat, was mehrere Adressen hat, kann alle Adressen auf 0 setzen und 0 lassen, braucht man nicht. Das ist wirklich nur, dass wenn ich zum Beispiel habe, ich habe Adresse 1 schaltet mein Signal auf grün und Adresse 3 schaltet mein Signal auf grün, dann brauche ich halt zwei Adressen, um das auf grün zu schalten, und dafür ist das. Ich kann die Adressen natürlich auch benutzen, wenn ich sage, ich schalte hier den Bremsbaustein auf Fahrt und Langsamfahrt oder auf Stopp und Fahrt,
und nehme dann mir hier die entsprechende Adresse für Fahrt oder Langsamfahrt, um das nochmal manuell schalten zu können. Mehr muss man da eigentlich nicht machen. Also ich sage mal, für die meisten Anwendungen braucht man das nicht. Die REV ist die Rückwärtseinfahrt. Das ist nichts anderes wie den einen Kontakt, den ich vorhin geschrieben habe für die Rückwärtsdurchfahrt. Da könnte man dann den Gleiskontakt von uns vor das Signal setzen. Und wenn die Lok von hinten an das Signal fährt, die sieht ja dann nicht das Signalbild, darf sie ja durchfahren, weil man sieht ja das Signalbild nicht. Dann macht man ein Magnet unter die Lok und der MFB wird getriggert, schaltet den Abschnitt auf grün, dass der Zug nicht vor dem verkehrterum Signal bremst, sondern einfach durch den Abschnitt normal durchfahren kann. Und genau das erzeugt auch diese REV-Adresse. Wozu benutzt man die? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Signal habe, was ein Rangierbild hat, also rot mit SH12, dann könnte ich dieses Signalbild auf die gleiche Adresse wie REV legen und würde dann das schalten. Braucht man, wie gesagt, nur für Signalbilder. Ja, ich denke mal, im Groben und Ganzen haben wir das erklärt. Wichtig ist halt diese Einfahrt. Wir können A2 auch als Belegmeldung machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine PC-gesteuerte Bahn haben, können wir A2 umprogrammieren, dass es kein Ausgang mehr ist, sondern dass es uns eine Belegmeldung gibt, ob ein Zug dort drin befindet, und können das auf einen Rückmeldebaustein dann legen, A2. Wichtig ist, im MFB-Abschnitt darf kein Kehrschleifenmodul sein. Das ist wichtig. Wenn wir ein Kehrschleifenmodul haben, muss der MFB im Kehrschleifenmodul sein, aber nicht umgedreht. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass wir zum Beispiel hier in unserem Bereich für die Konfiguration haben, ich hatte es ja gerade schon erzählt, die Taster, also die Kontakteingänge, wenn wir die brauchen, die reagieren immer so, solange der Kontakteingang gedrückt ist, ist dieser entsprechende Modus aktiv. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Kontakteingang 2 haben, der sorgt ja für ein Go, also für einen normalen Fahrbefehl, dann ist der so lange aktiv, wie wir diesen Kontakt drücken. Wir können das aber auch umschalten, indem wir das umprogrammieren und sagen, das ist schaltend. Dann ist es wie ein Lichtschalter. Ich drücke einmal, es bleibt so lange aktiv, bis ich es nochmal drücke, also anschalte, ausschalte. Manchmal braucht man das. Da müssen wir dann immer den Wert, was wir haben wollen, an Funktionen hier den Wert aufaddieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch eine Verknüpfung haben wollen, das hatte ich oben eingangs erwähnt mit diesem Bahnhofswechsler. Da wollen wir ja zum Beispiel, der Zug fährt ein, es wird ein Kontakt ausgelöst, also der Ausgang A1 schaltet einen Impuls und dieser A1-Ausgang geht an K2 von dem nächsten MFB. Dieser K2 sorgt dafür, dass der Baustein auf Go geht, also auf den Fahrmodus, vom Stoppmodus auf den Fahrmodus. Und wir möchten dann natürlich auch, dass die Weiche sich entsprechend schaltet. Und dann können wir halt hier noch Verknüpfungen machen, dass zum Beispiel K2 oder K3, je nachdem, was wir da machen, SW1 und oder SW2 schalten soll. Dann müssten wir die Werte addieren und dann würde nicht nur der Baustein auf Go gehen, sondern es würden auch die Weichen geschaltet werden. Das kann man hier entsprechend noch einstellen. Das kann man auch invertieren, dass es in die richtige Richtung geschaltet wird. Das ist jetzt erstmal vom Funktionsprinzip des MFB. Also ihr merkt schon, ich habe jetzt fast 20 Minuten nur erzählt, das ist sehr, sehr komplex, weil man sehr viel machen kann, sehr viel verknüpfen kann und auch untereinander mit mehreren Bausteinen sehr viel machen kann. Man kann auch Blockstellen damit machen zum Beispiel. Ich möchte jetzt auf meiner Anlage was ganz Simples haben. Ich möchte zwei Möglichkeiten haben. Der Zug fährt in den Abschnitt rein, hält an, wartet eine gewisse Zeit und fährt wieder weiter. Ein Bahnhofshalt. Und ich möchte die Möglichkeit haben, über Adressen diesen Bahnhofshalt auszuschalten, dass ich das manuell steuern kann. Zum Beispiel dauerhaft deaktivieren den MFB. Der Zug fährt einfach nur durch, als wäre kein MFB dort. Oder ich schalte über Weichenadressen den MFB manuell. Das heißt, meine Konfiguration ist CV49/3, dass wir dort die Bremsgeneratorsteuerung haben. Und dann setze ich diese beiden Adressen hier auf 0, CV147 und CV144. Denn ich habe auf meiner Anlage die Adresse 5 und 6 und wenn ich die Weiche schalte, möchte ich nicht, dass hier irgendwas passiert. Die Weichenausgänge und die Lichtausgänge benutze ich nicht, die spielen für mich jetzt keine Rolle. Und ich setze dann die Bahnhofsadresse tief, habe ich bei mir auf 201 gesetzt. Das ist die Adresse, mit der ich diese Bahnhofsautomatik ein- und ausschalten kann. Die Bahnhofswartezeit habe ich auf 10 gesetzt. Das heißt, sie ist jetzt aktiv. Und also die Bahnhofswartezeit ist jetzt aktiv. Der Modus ist aktiviert. Und die Ausfahrtzeit
die ist standardmäßig auf 8, die habe ich jetzt auch mal auf 10 gesetzt. Das bedeutet, hier muss man es so groß einstellen, dass wenn der Zug losfährt von dem Stopp, genug Zeit hat, aus dem Abschnitt rauszukommen. Diese Zeit stellen wir hier ein. Dann habe ich die Bremsgeneratoradresse, mit der ich manuell zwischen Stopp und Fahrt umschalten kann, auf den Wert 200 eingestellt. Weil bei mir habe ich die Adressen 1 bis 30 für Weichen vergeben und diese hohen, höheren sind dann einfach für so verschiedene Automatikprogramme. Und ich habe noch eine andere CV leicht verändert. Das ist die Erkennungszeit in die Einfahrtzeit, CV116. Die steht auf dem Wert 10, bedeutet eine Sekunde. Das ist in dem Moment, wenn der MFB eine Einfahrt erkennt, lässt, also überbrückt er quasi mit Relais den Abschnitt, als wäre dort kein MFB, bis diese Zeit abgelaufen ist. Das sorgt dafür, dass man bei kleinen Loks oder Loks, die keinen Puffer haben, aber insbesondere bei kleinen Loks, dass die nicht stromlos auf der Trennstelle stehen bleiben. Diese Zeit sorgt halt dafür, dass der MFB quasi in den normalen Modus wieder geht, in den Fahrtmodus. Der Zug fährt über diese Trennstelle sauber drüber und dann schaltet er den in den Stoppmodus und hält die Lok an. Und dann habe ich noch eine Sache, das ist die Erkennungsstromstärke. Das möchte ich noch als Hinweis geben. Die sagt aus, wie hoch der Stromfluss ist, dass ein einfahrender Zug erkannt wird. Hier steht es jetzt auf 30, bedeutet 3 Ampere. Das heißt, in dem Moment, wo ein Zug auf die Trennstelle fährt, würde eigentlich ein Kurzschluss entstehen. Das ist ähnlich wie bei unseren Kehrschleifenmodulen. Das Modul erkennt das blitzschnell und schaltet dann um. Diese Erkennung ist 3 Ampere. Das heißt, es fließt einmal kurz 3 Ampere. Wenn wir diesen Wert zu klein einstellen, kann es passieren, dass wenn ein Zug, der mehr als diesen eingestellten Wert im Abschnitt verbraucht, nicht mehr rauskommt, weil das Modul dann die ganze Zeit denkt, da fährt ein Zug ein. Das heißt, dieser Wert muss immer größer eingestellt sein als der maximale Stromverbrauch im Abschnitt. Aber da würde ich etwas aufpassen mit, weil natürlich der Zug bremst ja in dem Abschnitt eigentlich nur ab oder fährt an und da wird ja wenig Strom verbraucht. Deswegen reichen die 2,5 bis 3 Ampere reicht eigentlich aus. Nicht so hoch machen und muss auch immer geringer als die Zentrale sein. Gut, genug geredet. Ich habe das alles eingestellt und zeige jetzt einmal, wie das auf der Anlage eingebaut ist. So, wie gerade gesagt, dieses Gleis soll jetzt über den MFB gesteuert werden. Das heißt, hier stellen wir ein, Züge, die hier reinfahren, sollen anhalten, eine gewisse Wartezeit haben und automatisch weiterfahren. Hier haben wir beidseitig isoliert und auf der anderen Seite haben wir auch mit unseren Isolierverbindern beidseitig isoliert. Das heißt, dieser Abschnitt ist komplett stromlos und wird nur von unserem MFB versorgt. Den MFB bauen wir jetzt hier ein und der versorgt das mittlere Signal. So, den MFB habe ich dort eingebaut. Wunderschön. Die Gleisanschlüsse gehen hier direkt ans Gleis, ans digitale Gleis. Hier ist ja die Anlage dran. Und die Bremsanschlüsse gehen schwuppdiwupps hier natürlich an den Abschnitt. Ja, so. Wichtig ist, dass die Polarität von dem zu dem stimmt. Das ist ganz wichtig. Ich empfehle hierfür den Polaritätsprüfer, weil ich nicht genau weiß, wie hier die Phasenlage ist. Lege ich ihn so drauf, leuchtet DCC und hier das Plus. Also wir haben auf dieser Seite Plus. Lege ich ihn hier drauf. Ja, okay, habe ich auch hier Plus, also passt. Ich kann nochmal rumdrehen. Ja, also Plus bleibt hier identisch. Jetzt habe ich so untereinander. Gut. Also, wenn es jetzt falsch herum wäre, würde halt Plus und Minus hier gegenläufig sein. Dann müsste man den Anschluss von dem Brems hier einmal rumdrehen. Das heißt, so ist der Anschluss korrekt. Der Baustein funktioniert. Wir können jetzt zum Fahrvideo übergehen. Ich möchte einmal kurz euch die Pendelautomatik vorstellen. Ich habe die bewusst so hingestellt. Das macht wirklich der Multifunktionsbaustein jetzt alleine. Er fährt den Zug vor, hält ihn an. Das sind ja die standard eingestellten Zeiten. Man sieht, die Lok steht in dem Abschnitt drin. Ich denke, man kann sie auch vielleicht etwas hier draufstellen. Ja. So. Das macht der MFB jetzt vollständig von alleine. Das ist jetzt Pendelsteuerung.
Ja, die eingestellten Zeiten sind sehr kurz. Das sind nur 5 Sekunden, glaube ich, Fahrweg. Deswegen ist das immer nur ein bisschen hin und her. Aber ihr seht damit mal, wie das funktioniert. Das wirklich funktioniert jetzt vollständig alleine. Das macht nur der MFB. Das ist jetzt die Pendelsteuerung. Denn ich habe vergessen, CV49 auf den Wert 3 zu setzen. Und deswegen habe ich jetzt hier gerade keinen Bremsbaustein, sondern Pendel. Aber einmal, um zu zeigen, wie das funktioniert, ist das ganz gut. Das ist jetzt per Zeit und man sieht, es verschiebt sich schon leicht nach da. Also es wäre sinnvoll, dann hier Kontakte zu machen, die an den Bremsbaustein anzuschließen, dass man dort nicht mehr dieses Problem hat, dass man dort einen Verzug kriegt. Worauf noch zu achten ist, das ist ganz wichtig, die Lok muss an der Zentrale angewählt sein. Das heißt, ich habe die Lok nur an der Zentrale angewählt und sie pendelt jetzt von alleine hin und her. Ja, kann man jetzt per Weichenadresse auch umschalten. Das zeige ich einmal. Wir gehen einmal rüber zur Digitalzentrale. Und dann zeige ich euch einmal, wie man das umschaltet. So, 200 habe ich ja die Adresse 200. Hört mal. Habt ihr das Klacken gehört? Das war jetzt die Umschaltung des Pendelabschnittes. Und jetzt tatsächlich steuere ich die Lok und kann aus dem Pendelabschnitt ja, einfach rausfahren. Könnt ihr jetzt wieder da reinfahren? Machen wir mal. Fahre jetzt in den Pendelabschnitt wieder rein. So. Und aktiviere das Pendeln wieder über die Weichenadresse. Das Klacken habt ihr gehört, ne? Und jetzt pendelt sie wieder. Natürlich wollen wir das jetzt gleich mit Bremsgenerator testen, weil das ist ja keine Pendelstrecke hier. Aber nur, dass ihr das mal gesehen habt. Das heißt, wenn wir einen Abschnitt haben zum Pendeln, wählen wir die Lok nur an der Zentrale an. Die Lok pendelt mit unseren Einstellungen. Und wenn wir hier rausfahren möchten, die Weichenadresse schalten, wir können einfach herausfahren, als würde hier gar kein Trennabschnitt da sein. Rausfahren, reinfahren und es wieder neu starten. So, wir haben jetzt hier unseren Zug drin stehen, der ist gerade schon reingefahren. Es läuft jetzt die Wartezeit ab, die wir eingestellt haben. Oh, jetzt die Wartezeit abgelaufen, wir haben das Klicken gehört. Jetzt fährt der Zug raus, automatisch, ich mache ja nichts. Und jetzt gleich klickt es wieder. Klack. Das war jetzt die Zeit, also das erste Klicken war die Wartezeit. Die haben wir ja ganz normal eingestellt, CV 165 oder sowas, 66. Und dann haben wir die Ausfahrtzeit. Das war jetzt gerade die zweite Zeit, wo der Zug rausgefahren ist. Und als er schon draußen war, irgendwann hat es dann geklickt, dann hat er wieder umgeschaltet. Und das ist wichtig, die Zeit muss ablaufen, der Zug muss raus sein und dann erst darf es umschalten. Jetzt kommen wir die Einfahrtzeit, das ist die CV 116. Das ist da, wenn er hier einfährt, schaltet das Modul auch noch auf Gleisstrom um. So, Zug ist reingefahren, hält an. Ja, und hier haben wir quasi, der Zug fährt hier rein, dann fängt die CV, also der erkennt die Einfahrt über den Strom, CV 114, dann fängt er an, dass die Einfahrtzeit abläuft. Das ist die CV 116, die haben wir ja gestellt auf, glaube ich, 2 Sekunden. Standardmäßig ist das 1 Sekunde. Das ist wichtig, das ist einfach, er schaltet um und prüft dann, ist keine Verbindung mehr dazwischen und schaltet wieder zurück auf das Bremsen. Wenn die Zeit zu kurz ist, kann es passieren, dass die Lok hier drauf stehen bleibt, weil mal nicht alle Achsen Verbindung dazwischen haben und dann sagt der, okay, es ist keine Verbindung mehr, der schaltet um, dann ist kein Strom und dann bleibt die Lok stehen. Deswegen diese Einfahrzeit sorgt einfach dafür, dass kleinere Loks gut rüberkommen. Dann haben wir im Weiteren natürlich die Haltezeit. Das haben wir ja schon gesagt. Und jetzt möchte ich noch einmal was zeigen. Das ist zu beachten, was ich auch meinte, der ganze Zug muss im Abschnitt stehen. Ja, wenn wir jetzt unseren Zug haben, er bremst ab. Wenn wir jetzt natürlich Wagen haben mit Metallachsen, überbrücken die diesen Abschnitt. Das können wir jetzt, ich war zu langsam jetzt, müssen wir gleich nochmal machen. Die überbrücken den Abschnitt und sorgen dafür, dass natürlich hier immer wieder eine Überbrückung stattfindet. In dem Moment
kriegt dieser Abschnitt ja den normalen Strom von der Zentrale. Das bedeutet, dass der Zug auch wieder beschleunigen würde. Je nachdem, wie träge der eingestellt ist, schafft er das nicht. Das heißt, das kann man fast vernachlässigen. Aber bei längeren Zügen mit Metallachsen passiert es halt, dass sich der Bremspunkt weiter nach hinten verschiebt, weil die Achse überbrückt ist. Dann läuft ja wieder diese eine Sekunde oder zwei Sekunden, die wir eingestellt haben. Dann überbrückt es wieder die Metallachse. Dann fährt er wieder an. Dann bremst er etwas ab und so weiter. So. Und jetzt haben wir gar nicht angehalten und das wollte ich auch einmal zeigen, weil die Metallachsen haben hier das wieder überbrückt und dann kriegt er natürlich wieder Strom. Man hat gesehen, der Zug ist langsamer geworden, hat fast gestanden. In dem Moment haben hier die Räder überbrückt und der Zug ist dadurch wieder weitergefahren. Deswegen muss der Abschnitt auch immer so lang sein, dass wirklich, wenn der ganze Zug drinne ist plus Bremsweg, dann hat man einen sauberen Abschnitt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie schnell fahre ich rein und wie sind in CV3 und 4 in den Wagen meine CVs eingestellt, in den Loks meine CVs eingestellt. Denn wenn meine CVs in den Loks, also CV3 und 4, das ist ja Beschleunigung und Bremszeit, sehr klein eingestellt sind, kann ich natürlich hier viel besser agieren, als wenn ich ewig weites Ausrollen habe. Denn das Bremsen tut nicht der Baustein, das tut die Lok, also der Lokdecoder. Deswegen funktioniert das auch mit allen Decodern. Der Baustein gibt nur vor Haltbefehl, Fahrbefehl. Ja? Und hat die Ausnahmen, wo er hier die Überbrückung macht, dass er dort den Bremsabschnitt einläutet. Das ist einfach nur die Erkennungszeit, die noch oben drauf kommt. Also immer wenn hier ein Metallrad überbrückt, läuft nochmal diese, wir haben es auf CV116, wir haben es auf 20 eingestellt, also 2 Sekunden, Standard ist 1 Sekunde, läuft nochmal ab, das addiert sich nochmal auf. Das muss man halt wissen. Aber sonst ist das eine feine Sache, wir können hier problemlos jetzt rein und rausfahren, wir halten an, der Zug hält ein bisschen und fährt dann weiter. Wir können die Zeit noch größer einstellen, die Haltezeit. Wir können auch jetzt, und das ist noch jetzt das nächste, wir können über die Adresse 200, können wir umschalten, dass dieser Baustein komplett deaktiv ist. Das heißt, man hört ja immer das Klicken, da sind Relais drin. Das heißt, jeder Zug fährt hier einfach her, als würde gar kein Baustein vorhanden sein. Das können wir auch noch einstellen. Und wir können über die Adresse 201, da haben wir vorher die Einstellung gemacht, automatischer Bahnhofshalt aktivieren, deaktivieren. Damit können wir jetzt auch noch einstellen, dass wir diesen automatischen Bahnhofshalt deaktivieren. Das bedeutet, fährt ein Zug hier rein, hält er an und bleibt hier drin stehen und fährt erst wieder los, wenn ich über die Adresse 200 den Weiterfahrbefehl gebe. Oder wenn wir einen der Kontakte auslösen. Wir hatten es ja vorhin gesehen, es wäre Kontakt 2, also hier. Wenn wir diesen Kontakt auslösen, würde der Zug auch weiterfahren. Man könnte es jetzt weitermachen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, man macht in diesem Abschnitt auch nochmal einen MFB. Und wenn hier ein Zug reinfährt, triggert er den anderen MFB und der fährt weiter. Also da gibt es verschiedene Arten, wie wir das machen können. Das ist erstmal so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und der MFB ist verständlich. Die Anleitung ist auch recht ausführlich, denke ich mal. Wenn da Fragen sind, gerne melden. Ansonsten sollte das eigentlich ganz klar sein. Hier haben wir jetzt also, wie gesagt, wir müssen immer diese Einfahrtzeit hier noch beachten. Jetzt fährt der Zug wieder automatisch weiter. Wunderbar. Und wir können immer an dem Klacken von dem Modul hören, ob das funktioniert. Ja, es muss immer in der Einfahrt einmal klacken. Dann klackt es nochmal, wenn der Zug angefangen wird zu bremsen. Und wenn wir sowas haben wie Ausfahrt oder wir schalten die Weichenadresse, klackt es halt nochmal. Thank you.